Ein abartiges Hallo, Leute. Nach fast durchwachter Gewitternacht fahre ich jetzt los nach Berlin. Es ist jetzt leider viel zu spät. Ich wollte ja eigentlich um 9 loskommen. Jetzt ist es bereits 11. Ein Mist. Naja, egal. Auf jeden Fall ist jetzt seitdem wieder die Sonne rausgekommen. Heute früh um 9 war es ganz trübe. Und ich dachte schon, ja, es würde wieder regnen wollen, aber jetzt sieht es wieder richtig gut aus in diesem Sinne. Jetzt geht's raus aus Markelsheim. Nee, das ist nicht mein Kumpel. Ich dachte, der guckt schon nach dem Haus. Die erste Stadt, die wir jetzt auf unserer circa 570 Kilometer langen Strecke berühren, ist jetzt Würzburg. Da hinten, sondern habe mir auch etwas die Beine vertreten. Aber was mir nicht so gefällt, ist das Wetter. Also es scheint sich doch ziemlich zuzuziehen. Jo Leute, gerade eben habe ich jetzt die innerdeutsche Grenze, die ehemalige zur DDR, überquert. Ist jetzt der ganz lange Tunnel. 7878 Meter, also fast 8 Kilometer. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis man da durch ist. Alter, 8 Kilometer Tunnel, also da darf man jetzt wirklich keine Platzangst entwickeln. Ich wusste doch, einer von diesen Tunnels ist extrem lang und das ist dieser hier. Aber mir war es nicht klar, dass es da so viele kleinere auch noch gibt, obwohl der mit 3000 Metern, der war ja jetzt auch nicht so kurz. Jetzt wirklich ja, fast 6 Minuten gedauert die Durchfahrt. Also das war schon ultra lang.
fast die Hälfte haben wir geschafft. Ganz dringend mal rasieren. Zweiter Stopp hier ist bei Jena. Ich weiß, Leute, etwas abartig. Das habe ich heute Morgen nicht richtig gemacht und ich hasse das nicht. Jetzt fängt das hier aus heiterem Himmel das Pissen an. Ich gucke mal, dass ich weiterkomme. Jetzt bin ich hier bei Delitzsch, da kommen Erinnerungen hoch. Hier sind wir mal auf einem Festival gewesen, dem Full Force. Und das ist jetzt wieder. Und wenn ich heimfahre von Berlin, dann werde ich da oder möchte ich da zumindest mal vorbeichillen. Ich bin schon mal gespannt. Auf jeden Fall erinnert mich das Wetter jetzt im Moment genau an dieses, das wir damals hatten, als wir hier einfuhren. Das war auch so ständig bewölkt und gewittrig. Eieiei, hat es hier Straßen, das hoppelt. Es hatte sogar Starkregen mal gehabt auf der Fahrt. Das ist unvergesslich gewesen. Wir fuhren damals mit einem uralten Golf. Das ist das Auto des Vaters meines Kumpels gewesen. Es erinnert jetzt gerade wirklich ganz extrem daran. Und ich muss dazu sagen, ich bin auch wirklich erstmals wieder seit damals hier in dieser Gegend. Und das ist schon irgendwie merkwürdig. Und jetzt gerade wieder um diese Jahreszeit. Ihr habt es vielleicht gesehen, gerade eben haben wir die Elbe überquert, also jetzt sind es nur noch ein paar Kilometer im Verhältnis zur gesamten Strecke. Ich glaube jetzt so circa 120 oder sowas noch, also es wird ziemlich übersichtlich. Hier natürlich über der sächsischen Seenplatte, da hat es ordentlich gebrodelt, da steigt der ganze Dampf auf, ist ja klar, und da gab es ja auch schon viel mit Überschwemmungen in den letzten Jahren immer wieder hier, signifikant für diese Gegend, aber jetzt gehe ich mal hier mir ein bisschen die Beine vertreten. Ich liebe diese Gegend hier. Ich weiß nicht warum, aber das ist seit damals, als wir auf diesem Festival waren. Ich musste jetzt einfach auch mal was essen. Ich hatte gemerkt, dass ich heute überhaupt gar nichts gegessen habe bisher. Und weiter geht's. Ihr seht selbst, da vorne über Berlin steht jetzt wirklich eine richtig fette Wetterwand. Ich habe vorhin ja auch noch mit meinem Berliner Kumpel Michel telefoniert, der sagte, dass er jetzt das Auto an einen sturmsicheren Parkplatz fährt. Ja, es wären da Linden oder was in der Straße, wo eventuell Äste drauf fallen könnten. Das sind ja schöne Aussichten. Ich bin mega gut drauf, Leute. Ich bin sowas von happy gerade. Das glaubt ihr gar nicht. Die Sonne kommt wieder und es ist nicht mehr weit. Ich bin jetzt wirklich so richtig glücklich und ich wollte es einfach nur mal schnell gesagt haben. Ja. Nur leider kann ich die Mucke nicht spielen wegen der scheiß GEMA. Alter, das geht mir so auf die Nerven. Ich höre hier voll die fette Mucke und ich kann die nicht spielen und muss jetzt wieder unsere eigene einspielen. Naja, trotzdem, viel Spaß!
kurzen Moment nicht aufgepasst. Jetzt bin ich zwar auf der richtigen Autobahn, aber in die falsche Richtung. Ich muss jetzt eine Kehrtwendung machen. Ja, sowas passiert, wenn man zu gut drauf ist. Dieser blöde Denkfehler, Magdeburg, das ist doch viel weiter westlich. Nach Westen, das ist doch krank. Das ist völlig abartig. Aber jetzt bin ich richtig. Der Denkfehler war ganz einfach fehlendes Denken. Eben bin ich über die Nutte rüber. Die Nute. Jetzt dachte man schon, das Gewitter hätte sich verzogen, aber das ist nicht der Fall. Das brodelt von neuem hier auf. Und genau da, wo ich eigentlich hin muss. Wetter, das man sich zum Ankommen vorstellen kann. Es hagelt, es pisst. Na, wunderbar. Jo Leute, ich bin ja jetzt praktisch da. Ich hätte mir die Ankunft wirklich schöner vorgestellt. Denn das Wetter ist einfach nur zum Kotzen. Das Klima könnte es nicht sein. So richtig ultra scheiße. Ich sehe überhaupt nichts mehr und ich muss mich hier jetzt noch irgendwie zurechtfinden, zur Not eben mit Google Maps. Gott sei Dank, Leute, gut angekommen. Das war's jetzt aber für heute. Jetzt gucken wir mal, was die nächsten Tage so bringen. Ich möchte ja die Privatsphäre meines Kumpels wahren. Deswegen zeige ich euch jetzt wahrscheinlich nicht mehr allzu viel.